Also es gibt diesen Hype und die Überschrift vom Hype ist, in 10 Jahren hat jeder so einen 3D-Drucker zu Hause und druckt sich alles aus, was er dafür zum Leben braucht. Weiß ich nicht, seine Kleidung, Medizin, Nahrungsmittel, aber das ist halt, also es ist nicht realistisch erstmal. Also im Moment gibt es ja 5, 6 verschiedene Methoden, Objekte 3D zu drucken, also verschiedene Materialien und Technologien. Mit denen kann man im Moment, obwohl es schon relativ viele gibt, immer noch sehr wenig machen. Und also man ist von den Materialien her noch sehr eingeschränkt, es ist zu teuer. Und das Zweite ist, dass die Anwendung ist schon so spezifisch, dass man eigentlich sich einarbeiten muss. Und also ich glaube, dass ein Dienstleistermarkt ist. Das ist wahrscheinlich am sinnvollsten. Das Einsatzgebiet ist Prototyping. Also wenn man zum Beispiel Produktentwicklung macht, kann man innerhalb von wenigen Stunden Prototypen ausdrucken und die Haptik überprüfen oder wie funktioniert das Bauteil A mit Bauteil B. Medizin ist wahrscheinlich ein großer Anwendungsbereich, also weil aus der Medizin kommt im Moment das meiste Geld. Ein Beispiel, was ich ganz schön finde, ist ein Radiologe von der Charité, der baut Übungsphantome fürs Röntgen, also Puppen, mit denen man Röntgen üben kann quasi. Innerhalb dieser Puppe muss es Bereiche geben, die Röntgenstrahlung verschieden stark absorbieren. Und da arbeitet er gerade dran, die Dinger 3D gedruckt herzustellen, sodass man eine Puppe hat, die 10 verschiedene Konzentrationen von Jod zum Beispiel in dem Druckmaterial hat, damit man dann damit eben das Röntgen üben kann. In der Medizin könnte man damit sozusagen Ersatzteile für Menschen produzieren. Wenn man irgendeine Prothese für seinen Körper braucht, die muss schon passen. Und deswegen bieten sich solche Technologien da an, weil die eben gut für kleine Objekte und kleine Stückzahlen funktionieren im Moment. Also man könnte Haut produzieren, die man implantiert. Man könnte Organe produzieren, die man implantiert. Die Community also hat eine geschätzte Größe von 10.000 bis 40.000. Oh, ich kann dir keine Zahl sagen, wie viele Leute jetzt in Deutschland einen 3D-Drucker haben. Also das sind echt wenige, würde ich sagen, wenn man mal so rumfragt irgendwo, wenn man ein größeres Publikum hat, da melden sich immer nur ein ganz paar. Dann, wenn man fragt, wer einen haben möchte, da melden sich fast alle. Also das ist ganz interessant. Ja, der Drucker ist ein Open-Source-Hardware-Projekt. Das heißt, dass es eine ganze Reihe von Leuten gibt weltweit, die immer wieder Verbesserungen machen, die online publizieren und das wird dann sozusagen gesammelt und da werden dann sozusagen Distributionen draus gemacht. Also werden Teile gesammelt zu einem Drucker und dann kann man sich die Vorlagen für die Bauteile runterladen, man kann sich die Software runterladen. Ich kann alle Teile bestellen, auch Teile selber fertigen, kann sie verändern und kann sie auch wieder publizieren, ohne dabei irgendwelche Patentrechte zu verletzen. Also es gibt, mittlerweile gibt es auch kommerzielle Drucker, die im unteren Preissegment liegen, aber nur weil die auf diesem System aufbauen. Da muss ich sagen, da kenne ich mich zu wenig aus, um zu sagen, ob das jetzt angemessen war oder nicht. Ich glaube, gerade in den USA sind die auch einfach noch mal viel präsenter als hier, weil sie ja mit Chris Anderson, der Bree Pettis und Chris Anderson, die spielen sich immer schön die Bälle zu mit dem Buch, was Chris Anderson geschrieben hat. Da ist der MakerBot ist der 3D-Drucker, ja, in dem Buch. Und das ist ein Riesenhype gerade. Und also ich glaube, die Marke
ist schon einiges wert. Und man muss auch sagen, dass der Drucker, der ist zwar nicht ganz billig, aber das ist wirklich gute Qualität. Ja. Also so wie es jetzt gerade ist, gibt es einfach nicht genug Anwendungsmöglichkeiten. Also das ist, die Sachen, die man drucken kann, die braucht eigentlich keiner so richtig im Moment. Ja? Und deswegen wird auch keiner das Geld, was man im Moment noch zahlen muss, dafür investieren. Aber wenn das irgendwann, wenn man sich irgendwann überlegen kann, ob man seinen Kindern eine Xbox kauft oder einen 3D-Drucker und der so gut funktioniert wie eine Xbox, also man schaltet den an und lässt da Spielzeug raus, warum nicht?